Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu Until Dawn. Wir machen weiter und gucken jetzt hier mal mit Chris uns um hier im Haus. Wir haben jetzt einen Weg gefunden beim letzten Mal, wie wir hier reinkommen. Und schauen jetzt mal, was wir so finden. Hallo? Hä? Warum geht denn das nicht? Hallo? Normalerweise kommt doch dann was. Jetzt. Verlusttotem. Oh, okay. Das ist nichts gut. Das könnte sein. Wer war denn das? Weiß nicht, sah aus. War das Ashley? Und wurden wahnsinnig. Mörder. Menschenfleisch. Ja, das ist schon ganz geil gemacht mit dem Video, aber wie gesagt, das erinnert mich extrem an das Glyphenrätsel aus Assassin's Creed. Ah, das war nur eine Ratte. Ruhig bleiben, ganz schnell ruhig bleiben. Ich wollte eigentlich vor dem Haus da hinten auch nochmal gucken, aber irgendwie musste man jetzt hier rein. Na, ja, das sieht doch nach einem Hinweis aus, oder? Hinweis Nummer 2. Okay, es wird wirklich nicht chronologisch. Zeitungsausschnitt, Fundort Lodge, bla bla bla. Das wissen wir ja, wo wir es gefunden haben. Die Meldung handelt von einem Gerichtsfall in Zusammenhang mit Blackwood Pines. Ein alter Hausmeister wollte alles niederbrennen. Auf der Anklagebank schwor er in Washington. Schwor er der Washington-Familie Rache. Ein Hausmeister. Ist also klar. Ex-Hausmeister wegen Brandstiftung verurteilt. Racheschwur gegen Familie des Filmmoguls. Victor Milgram, 52, wurde gestern wegen schwerer Brandstiftung in Blackwood Pines zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Milgram war 28 Jahre lang als Hausmeister in dem alten Berghotel angestellt gewesen. Er wurde jedoch entlassen, als Hollywood-Produzent Bob Washington das Anwesen kaufte. Die Urteilsverkündung endete mit einem aufsehenerregenden Zwischenfall. Der wütende Milgram beschimpfte Washingtons hochschwangere Frau Melinda lautstark mit wüsten Obszönitäten. Er nannte sie dreckige Hure und schwor euch allen, deinen beschissenen Mann und euren Kindern dran zu kriegen. Eure Kinder dran zu kriegen. Weiterhin drohte er, sie leiden zu lassen. Okay! Melinda hatte während der gesamten Verhandlung sichtlich um Fassung gerungen und erklärte später, dass sie zwar bestürzt über Milgrams Drohungen sei, sie allerdings vollstes Vertrauen in das Rechtssystem setze, ihre Familie zu beschützen. Okay, jetzt haben wir einen Täter. Einen möglichen Täter und ein mögliches... wie nennt man das? Einen möglichen Grund. Nee, wie heißt denn das Fachwort? Ich bin dumm. Wie heißt denn das Wort? Jetzt fällt es einem immer nicht ein, weißt du, wenn er. Ach, egal. Motiv. Ja. Okay. Ha, echt cool. Familien. Die Zwillinge. Ein Porträt der Washington-Familie. Hannah trägt ein auffälliges Medaillon. Geht's hier nicht lang? Was war das denn?
Jetzt hört man schon so Geflüster, Mensch. Aber ich kann sagen, zur Steuerung, das steuert sich echt so ein bisschen schwerfällig wie Beyond Two Souls. Also besser als Heavy Rain, aber trotzdem noch ein bisschen schwerfällig. Warte mal. Da geht's weiter, aber vielleicht sollte ich erstmal die Tür öffnen und mal gucken. Ach nee, wir wollen ja noch das. Ach ja, genau, das Deo-Spray. Oh. Hi Chris, wirklich witzig. Da, woran habt ihr mich erkannt? Solltest du nicht mal das Schloss öffnen oder sowas? Okay. Hey, woran habt ihr mich erkannt? Der Chris. Ein absoluter Witzbold. Okay. Geht nicht an. Nee. Was soll denn das für ein Geflüster sein, Mensch? Ich laufe hier fröhlich einfach durch die Gegend. Warum hältst du das Ding immer nach unten? Gibt es hier nicht Kerzen, die du irgendwie anmachen kannst oder so? Dass wir ein bisschen mehr Licht haben? Ich habe auch ehrlich gesagt vergessen, wo das sein soll. Warte mal. Geh ins Bad und finde die Deo-Spray-Dose. Okay, die Frage ist nur, wo ist das Badezimmer? Also es ist wirklich schon ein bisschen hakelig. Durch die Gegend zu latschen, so komisch, und dann irgendwie noch das Feuerzeug die ganze Zeit in die Richtung zu halten, wo du es gerade brauchst. Kann man nicht hier durch? Doch. Ja, so zum Beispiel. Ich drücke nach links, er läuft einfach nicht. Da wird wahrscheinlich irgendwas sein, wo er hängen bleibt. Aber man hat halt nicht so die krasse Übersicht hier. Teilweise. Es wäre ganz nice, wenn man da irgendwie vielleicht nochmal eine andere Kameraperspektive umschalten könnte. Hier, mach doch mal die Kerze an hier zum Beispiel. Hinweis entdeckt. Ein Foto von Hannah, Sam, Mike und Emily beim Highschool-Abschlussball. Hier noch was? Warte mal, was ist denn das für Bild? Auch leicht verstören, wa? Washington, hier ist Sergeant Tate nochmal. Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Fallakten durchgesehen und man kann da nichts tun. Er ist ein freier Mann. Wir können seine Bewegungsfreiheit nicht einschränken. Ich weiß, das ist nicht, was Sie hören wollten. Rufen Sie mich an, wenn Sie mehr wissen wollen.
Ende der Nachrichten. Klingt wie eine Warnung. Ja. Okay. Mensch, wo ist denn das Badezimmer jetzt? Vielleicht doch die Treppe hoch oder Treppe runter? Au, Mann. Ich geh mal hoch. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ah, hier vielleicht? Ist das das Badezimmer hier? Moment, wir gehen da gleich rein. Kurz nochmal hier die Ecke abchecken. Aha, aha. Eine Kamera. Was schon? Blood Mystery? Eine Trophäe für einen Film, bei dem Joshs Vater Regie führte. Gewinner bester Horrorfilm, Blood. Ach, Monastery. Ja, das ist auch nicht das Badezimmer, Alter. Hier. Hier vielleicht? Das Klopfen wird lauter. Ich öffne es jetzt. Wow! Wow, Motherfucker! Danke, danke, danke. Die Show läuft die ganze Woche. Shit! Mann, das Ding hat mich erschreckt. Was war das? Bist du okay? Es war ein Bär oder ein Tiger oder sowas. Oh, es war nur ein süßer kleiner Baby, Vielfraß. Baby? Keine Sorge, du wirst bald ein großer Junge sein. Home, sweet home. So würde ich das nicht ausdrücken. Oh mein Gott, es tut so gut, drin zu sein. Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Hier hat sich ja kaum was verändert. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Nein, in letzter Zeit war ja nicht viel los. Oh. Was geht, Party People? Hey! Hey! Fühl dich wie zu Hause, Bro. Klar doch! Ja, komm doch rein. Mach's dir bequem. Nimm dir, was du willst. Aber das machst du ja sowieso. Stimmt's? Wow. Ganz ruhig, Cowboy. Wieso verdammt warst du mit M auf dem Weg? Was? Ich hab euch gesehen. Durch das Teleskop. Vorhin? Wir haben uns zufällig getroffen. War eine Weile her, deshalb haben wir uns umarmt. Ist das verboten? Klar. Ja, klar. Bestimmt war das alles. Weißt du was? Denk doch, was du willst. Ist mir egal. Pass bloß auf, Mike. Oh mein Gott, das ist so eklig.
Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst, jetzt durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nennt Miss Homecoming eine Kuh. Hey, du verdirbst allen hier die Partystimmung, Jess. Eifersüchtig? Emily lässt dich wohl auch nicht ran. Hey, das ist echt nicht... Hör! Von mir aus. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ach, ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Emily, stopp! Das geht echt zu weit. Es gibt keinen Grund, sich so aufzuführen. Ja, warum streitest du dich um deinen Ex-Lover, Hört auf! Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike, sieh dir doch mal die Guesthütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Sie legt ein Stück den Weg hoch. So viel dazu. Ja. Also, Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Meine Tasche. Die, das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und... Du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, Em, vielleicht hast du sie nur vergessen? Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, glaubst du's? Schätze nicht. Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay. Okay, dann los. Okay, ich nehme jetzt ein Bad. Woo! Es wird gebadet. Jungs. Moment. Nein. Jetzt ist hier erstmal Schluss, Leute. Das ist schön, dass man jederzeit pausieren kann. Gut, Leute. Den ersten Jumpscare haben wir hinter uns gebracht. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch auch erschreckt habt. Ansonsten, ja, es kommt langsam alles in Fahrt. Es kommt langsam in Fahrt. Ich bin mal gespannt, ob es wirklich dieser 52-Jährige ist. Dieser Mörder, der Typ mit dem Flammenwerfer, könnte natürlich passenderweise sein, aber vielleicht hat doch jemand seine Identität angenommen oder sowas, oder gibt sich als der aus. Vielleicht einer von uns sogar. Scary Movie mäßig. Scary Movie sag ich schon, Scream mäßig. Das ist, Scary Movie war ja eine Parodie darauf. Ihr wisst schon, was ich meine. Mal gucken. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Unterstützt das Projekt gerne weiterhin, lasst ein Like da, wir hören uns. Haut rein und tschüss!